Hallo ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit unserer Questreihe rund um Linda und um Alex, die beiden Soulrider-Mädels. Gestern fing das Ganze schon an. Wir waren gestern auf dem Silverglade-Landgut, wo uns Linda hinzitiert hatte, hatten uns mit ihr unterhalten, weil sie sich Sorgen machte, dass am Zirkus irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen, der da oben in Nilmas Hochland gastiert. Und wir müssen heute, ich setze mich direkt mal in Bewegung, wir müssen heute wieder zu dem Landgut nach oben, weil Linda uns gestern auch noch gesagt hatte, dass Alex wieder zurückkommt. Die war wohl für ein paar Tage weg. Die sollte wiederkommen und wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Wir hatten außerdem herausgefunden, dass wir irgendwie, dass es mit uns irgendwas auf sich hat. Wir sollten bei einer Besprechung der Druiden dabei sein. Das wurde uns gestern auch noch erzählt. Wie gesagt, wir werden sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Wir haben jedenfalls das Druiden-Outfit und auch unser Pferd entsprechend gesattelt und gehen jetzt erstmal hoch nach Silverglade. Bis gleich. So, hier sind wir auch schon angekommen in Silverglade. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal da hinten hin. Ich sehe schon, da stehen auf jeden Fall schon zwei Mädels. Das sieht doch aus, als wäre das Alex, ja ganz genau. Und Linda. Und ja, die haben auf jeden Fall die alte Optik, ihr Lieben. Es tut mir furchtbar leid, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Denn wie gesagt, also zum Zeitpunkt meiner Aufnahme wurde ja diese ganze Soulrider-Geschichte hier überarbeitet. Wir haben halt noch die alten Charaktere. Es wird nach und nach angepasst, hat Star Stable gesagt. Wir reden mal mit Linda. So. Hi, gute Neuigkeiten. Alex ist wieder da. Ja, wunderschön. Das haben wir jetzt auch schon erkannt. Alex ist wieder da. Da vorne ist sie. Genau. Schön, euch wiederzusehen. Es war eine lange Reise, die leider ohne Erfolg geendet hat. Ja, tja, das ist... dann erzähl doch mal. Lisa und N sind um die Welt gereist. Lisa war mit ihrer Rockband auf Tour und hat viele Länder bereist. Vor einer Weile hat die Tour allerdings geendet und es wurde erzählt, dass sie zurück nach Jorvik kam. Ihr Pferd Starschein nahm und wegritt. Seitdem hat sie niemand gesehen. Wir glauben allerdings, dass sie irgendwo hier in Jorvik ist. Tja, das heißt, die fehlt noch. Anne war eine erfolgreiche Dressurreiterin, bis sie eines Tages bei einem Wettbewerb in Frankreich spurlos verschwand. Es gibt keine Hinweise über ihren jetzigen Aufenthaltsort. Sie ist einfach vom Erdboden verschwunden. Seit vielen Monaten hat niemand mehr ein Wort von ihr gehört. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, Lisa aufzuspüren. Sie wurde zuletzt hier auf Jorvik gesehen. Daher sollte es uns gelingen, ihre Spur aufzunehmen. Wenn wir Lisa finden können, haben wir bessere Karten, um Justin zu verfolgen. Ah, wunderbar, das hört sich doch gut an. Ja, Lisa Petersen. Wir haben hier also zwei Soulrider-Mädels zu finden. Einmal Lisa, die offensichtlich Musikerin ist, und dann Anne, die irgendwie eine begabte Reiterin ist. Wunderbar. Wobei Anne scheint ja auch verschwunden zu sein. Lisa ist irgendwie auch verschwunden. Wir haben nur die beiden hier, Alex und Linda. Insgesamt sind es vier. Und wir suchen auch noch Justin. Und von Justin hat Alex jetzt gerade gesprochen. Ich bin gespannt, ob das ein Ansatz ist. Die Druiden, Bewahrer Aedins, haben zu einem Rat einberufen. Sie haben gesagt, dass auch du teilnehmen sollst, Celine. Ich weiß nicht, wie du an diesen besonderen Ort gelangen kannst. Linda und ich werden dort allein hingehen. Deswegen musst du mit Elizabeth in Waledale sprechen. Sie kann Außenstehende zum geheimen Steinring transferieren. Oh, Leute, und das hört sich richtig gut an. Ja, das ist spannend. Wir müssen nach Waledale. Und das hört sich auch ganz so an, als wäre das eine etwas längere Quest, die ich gerne einigermaßen komplett bringen würde. So, wir nehmen den Hänger und sehen zu, dass wir nach Waledale kommen. Ne, und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier machen. So, hier sind wir dann auch schon angekommen. Und jetzt gehen wir mal zu Elizabeth, die wir ja bereits schon kennen. Sie wohnt hier in diesem kleinen, schnuckligen Haus und ich beneide sie darum. Ich hätte auch gern so ein Häuschen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich gerne Housing hätte in diesem Spiel. Ja, aber irgendwie klappt das nicht. Ich hoffe, dass wir da auch irgendwann Housing bekommen. So. Gut, dass du kommen konntest. Ich werde dir zeigen, wie du zum Druidentreffen gelangen kannst, ohne die besonderen Fähigkeiten eines Druiden oder Soulriders zu haben. Ah, okay. Also wir gehören definitiv nicht mit zu den Soulridern, aber wir haben irgendwie eine Begabung, hat man uns gesagt. Ja, Elizabeth, ich bin sehr gespannt. Dann erzähl das doch mal, wie wir da hinkommen. Jetzt wird's wahrscheinlich... ja, das wird aber spannend, Leute. Der Weg hinter meinem Haus führt zu den vier Runensteinen. Laufe bis hinter die Steine
und du findest einen spiralförmigen Weg, der von Steinen umgeben ist, die ebenfalls Runen auf sich tragen. Sei vorsichtig und reite nur im Uhrzeigersinn den Weg entlang, bis sich das Portal in der Mitte öffnet. Reite durch das Portal und du wirst zum geheimen Steinring kommen, wo das Treffen stattfindet. Hör darauf, was sie dir sagen. Stelle deine Fragen und komm dann zu mir zurück. Bitte erzähle niemandem davon, wie man dorthin gelangt. Ja, das werden wir gleich mal machen. So, dann machen wir uns auf den Weg. Wir haben heute übrigens Spike dabei. Weiß ich gar nicht. Der Kleine, den haben wir ja so selten mit. Das ist der Weg dahinter. Dann schauen wir doch mal, dass wir hochkommen. So. Und hier oben sind die Runensteine. Die meint sie wohl. Hier hat sie gesagt, sollen wir einfach weiterreiten. Dann machen wir das doch mal. Und da kommt man zu einem spiralförmigen Weg. Ein Spiel. Ja, das sieht doch gut aus. Und hier sind auch Runensteine. Ja, gut, ne? Unten sind Runensteine, oben sind... Und jetzt sollen wir gegen den Uhrzeiger... Gegen den? Ich reite einfach mal. Ja, ich reite hier einfach mal rum. Ich habe hier nicht richtig zugehört, muss ich gestehen. Wie immer, wir reiten, wir bleiben hier auf dem Weg. Und reiten uns den Wolf. Komm, Summer Girl, gib mal ein bisschen Gas. So, passiert irgendwas? Oh, Leute, seht ihr das? Ja, das sieht doch gut aus. Das ist aber jetzt mystisch, oder? Oha. Ja, auf jeden Fall haben wir das richtige Outfit gewählt. Das ist das neueste Druiden-Outfit, was es gibt. Da gab es eine Händlerin, die war zu der Zeit im Spiel und da habe ich zugeschlagen. Ohne Ende, bis auf das Rote. Es gab drei. Oh. Zeit und Raum verschmelzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Und ja. Oh. Okay, Leute. Okay. Oh, das sieht ja mal, sieht das wohl cool aus. Ich muss mal einmal euch gucken lassen, wenn ihr das nicht kennt. Ja, Leute, ne? Ich hab es gewusst, ich hab's mir gedacht, dass das hier irgendwie echt so eine Richtung gibt in Richtung Magie. Das habe ich vom Moment an gewusst, wo dieser Zirkus da oben aufgetaucht ist und der gute Idris, der da oben Zirkusdirektor ist, tatsächlich mit einem Spruch den Zirkus aufgebaut hat. Das gibt's nicht, Leute. Das gibt's natürlich nicht. Von daher war mir eigentlich klar, was da auf uns zukommt. Und das ist jetzt richtig cool gemacht. Ja, wir sind im geheimen Steinkreis, ihr Lieben. Wir sind hier angekommen. Und was sitzt da? Wir sind die Bewahrer Aidens. Wir grüßen dich, Neuling. Ich bin Fripp. Druiden und Soul Rider, wir haben uns heute hier für einen Sonderrat versammelt. Wir wollen unseren Neuling willkommen heißen. Das ist Celine und sie ist diejenige, von der ich euch erzählt habe. Gut gemacht, meine verehrte Sunbeam. Celine, es ist so schade, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen, wenn die kalten Finger der Dunkelheit nach uns greifen. Aber wir hätten nicht nach dir gerufen, wenn es nicht wichtig gewesen wäre. Nee. Sie ist noch nicht so weit. Sie ist zu unerfahren. Soweit ich weiß, ist sie noch nicht in der Lage, mit ihrem Pferd zu sprechen, oder? Du musst wissen, dass ich anfangs dagegen war. Ich, wie mit meinem Pferd sprechen? Kann ja wohl nicht sein, oder? Sei still! Wenn wir alle unsere vier Soul Rider zusammenbekommen hätten, hätten wir das nie machen müssen. Elizabeth Sunbeam bestätigt, dass Celine die besten Qualifikationen hat, um ein legendärer Soul Rider zu werden. Tatsächlich sogar die beste seit langer Zeit. Erzähle es uns, Elizabeth. Wer ist dieses blaue Eichhörnchen, meine Güte? Danke, Fripp. Ich habe dir erzählt, dass sie den Test bestanden hat. Der erste Test, bei dem man sehen kann, welcher der vier Kräfte man angehört, indem man seinen Kraftrunenstein aktiviert. Um das Geheimnis zu bewahren, habe ich bisher nur Fripp erzählt, was wirklich passiert ist. Komm zum Punkt, Druide. Ich bin noch nicht überzeugt. Sie hat alle vier Runensteine aktiviert. Celine besitzt alle vier Kräfte. Wie ihr alle wisst, ist das letzte Mal vor über 100 Jahren passiert. Dieses unschuldige kleine Mädchen hat die Möglichkeit, die stärkste aller Soul Rider zu werden. Vielleicht die stärkste aller Zeiten. Aber genug davon. Sie braucht Training und Erfahrung. Aber wir haben keine Zeit. Wie bitte, Leute? Celine soll Soul Rider werden, die stärkste aller Zeiten? Tja.
Was soll ich dazu sagen, ne? Ich bin gespannt. Wir hatten kein Training, als wir angefangen haben. Stimmt, wir sind jetzt fertig und ich denke, niemand hat etwas dagegen, dass sie hier mitmacht. Gut, wir müssen jetzt über andere wichtige Dinge sprechen und können über ein mögliches Training für Celine sprechen, wenn sich die Zeit dazu findet. Tja, und ich müsste irgendwie dieses Eichhörnchen, glaube ich, anders sprechen, aber Leute, mit Piepstimmen will ich euch nicht nerven, weil... Nein, ich glaube, die kann ich nicht so gut. Lasst uns zusammenfassen. Wir wissen, dass Jorvik ein weiteres Mal von der großen Dunkelheit Garnok bedroht wird. Dies wird durch die Zunahme an dunkler Magie deutlich. Sogar Celine konnte dies wahrnehmen. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, die Lichtzeremonie zu vollziehen, damit wir Garnok stoppen können. Es ist leider nicht so einfach. Alex und Linda sind zwei von den Soul Ridern, die wir bekommen konnten. Lisa und N sind verschwunden. Celine kann wahrscheinlich eine ersetzen. Aber wir müssen weiter nach Lisa und N suchen, weil wir 4 Soul Rider brauchen, um die Zeremonie vollziehen zu können. So war es auch schon, bevor das Buch der Zeremonien verschwunden ist. Gut zusammengefasst, Meister Fripp. Bis jetzt ist Garnok noch nicht so stark, aber wir haben festgestellt, dass sich draußen viele geheimnisvolle Kreaturen herumtreiben, die sehr daran interessiert sind, was wir machen und was die Nebeneffekte von einer möglichen Machtzunahme Garnok sein könnten. Wir müssen uns außerdem darauf konzentrieren, wer unsere Feinde sind, bevor sie zu stark werden. Die Zeit ist gekommen. Wir verbreiten die Nachricht unter allen Druiden in Jorvik. Wir sagen ihnen, dass es Zeit für die Zeremonie ist. Das erste Ziel für uns ist zumindest, einen der verlorenen Soul Rider zu finden. Lasst uns bald wieder ein Treffen einberufen, wenn wir mehr Informationen haben. Dank an euch alle, dass ihr so schnell kommen konntet. Und auch vielen Dank an dich, Celine. Ich hoffe, du wirst eine von uns. Bitte bleib doch noch, um ein paar Fragen zu stellen. Wir werden dir alles so genau wie möglich erklären. Uiuiuiuiuiui, Leute. Und ich habe Fragen ohne Ende. Und wir überziehen hier maßlos. Und ich kann auch diese Quest gar nicht abbrechen. Zu eurem Glück, sonst würde ich euch nämlich jetzt hier hängen lassen. Also, ihr werdet eine etwas längere Folge bekommen, denn das will ich wissen. So, wir fragen mal, was sind die Bewahrer Aedins? Wir sind eine Gruppe von Druiden, die Ewigkeiten auf dieser Insel existiert haben. Wir haben uns mit unserem Auftreten in der Öffentlichkeit sehr zurückgehalten, aber inzwischen wissen viele über uns Bescheid, auch wenn der eigentliche Grund für unsere Existenz immer noch ein Geheimnis ist. Ich kann dir nicht das größte Geheimnis verraten, aber ich kann dir sagen, dass wir mehr oder weniger da sind, um Jorvik vor Garnok zu beschützen, so dass es nicht größer wird und die Welt an sich reißen kann. Okay, was kann ein Bewahrer Aedins tun? Wir machen, was wir immer gemacht haben. Jedes Mal, wenn Garnok mehr Macht bekommt, versammeln wir die 4 Soul Rider in einer Zeremonie aus dem verlorenen Buch der Zeremonien. Diese Zeremonie kann Garnok davon abhalten, sich auszubreiten, zumindest für eine Weile. Wir können es nicht für immer aufhalten, aber bisher haben wir es immer gut geschafft, es davon abzuhalten, die Welt zu vergiften. Garnok ist unvorhersehbar und kann einmal im Jahr aktiv werden oder auch mehrere Jahrzehnte schlafen. In den tausenden von Jahren, in denen es uns gibt, haben wir noch nie versagt. Oha, Leute, das wird immer, immer spannender. Wir fragen weiter. Was ist ein Soul Rider? Es gibt immer mindestens 4 Soul Rider. Es ist immer ein besonderes Mädchen, das eine spezielle Verbindung zu ihrem Pferd hat. Ein Pferd, das die Essenz der Jorvik-Insel in seiner Seele trägt. Soul Rider sind selten heutzutage und wir haben große Schwierigkeiten, neue zu finden. Wir hoffen, dass du eines Tages ein Soul Rider wirst und uns im Kampf gegen Garnok und alles, was gegen uns arbeitet, hilfst. Ja. Können wir ja gerne machen. Wir sind ja total flexibel mit Celine. Was wissen wir über Lisa und Anne? Klar, ich kann dich über unsere Freundin Lisa auf den neuesten Stand bringen. Nachdem wir Herrn Sens das letzte Mal aufgehalten und wieder unserem normalen Leben nachgingen, wechselte Lisa an die Star Academy in Jorvik City. Dort studierte sie Musik. Sie war wirklich begabt. Sängerin, Songwriterin, Gitarristin. Mann, oh Mann, das Mädchen war auf der Bühne ein Star. Sie konnte einfach alles. Sie trat in den Clubs von Jorvik auf.
Linda und ich waren dort, wenn wir die Zeit erübrigen konnten. Sogar Anne ist manchmal mitgekommen. Dann hatte sie einen Manager und tourte in Übersee. Es entwickelte sich alles weiter, bis sie auf einem Festival in Texas spielte. Dort war sie zur Welt gekommen. Jeder ist der einhelligen Meinung, dass Lisa kurz davor war, ein Superstar zu werden. Aber dann... Nach dieser Show verschwand Lisa von der Bildfläche. Es gab keine Shows mehr, keine Postings in den sozialen Medien. Ich las die gemeinen Aussagen einiger Leute, dass sie den Druck nicht ertragen konnte, den der Ruhm mit sich bringt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht der wahre Grund war. Lisa ist das tapferste Mädchen, das ich kenne. Denkst du, dass man als Rockstar unter Druck steht? Du hast keine Ahnung, wie man sich als Soulrider fühlt. Ich wusste, dass sie nach Jorvik zurückkommen würde. Mein Herz hat es mir gesagt und mein Muttermal hat so komisch gejuckt. Hermann vom Jorvik-Stall sagte, sie sei gekommen, um mit ihrem Pferd Starschein auszureiten. Das war vor ein paar Wochen. Danach verschwand sie spurlos. Wir sind allerdings der Meinung, dass sie noch immer irgendwo auf Jorvik ist. Linda, würdest du uns sagen, was wir über Annes Aufenthaltsort wissen? Oh, unsere Freundin Anne ist in der Dressurwelt ein Star. Seit wir als Soulrider zusammenkamen, das ist jetzt 2 Jahre her, nahm sie mit ihrem Pferd Concord an immer mehr Wettbewerben in Jorvik und im Ausland teil. So ist Anne eben. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, tut sie alles, um ihr Ziel zu erreichen. Wir waren so stolz auf sie. Vor 2 Monaten erhielt sie eine Einladung zum Dressurreiten und ging nach Frankreich. Als sie während des Wettbewerbs aufgerufen wurde, meldete sie sich nicht einmal. Sie und Concord waren wie vom Erdboden verschluckt. Annes Familie ist sehr wohlhabend. Die Behörden vermuteten, sie sei entführt worden. Aber es wurde niemals Lösegeld gefordert. Wir glauben, dass Dark Core für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Mehr wissen wir leider nicht. Uiuiuiuiui, Leute, das sind Sachen, die wir hier erfahren. Das wird richtig spannend. Wie ich schon bereits gesagt habe, die Soulrider-Quests sind schon der Hammer. Aber wir fragen weiter, denn wir haben hier noch einiges vor uns. Was ist das für ein Ort? Der geheime Steinkreis ist ein Ort wie kein anderer. Raum und Zeit verlaufen hier anders im Vergleich zum Rest der Welt. Wir, die Bewahrer Aidens, haben außerdem die Möglichkeit, von verschiedenen Orten in Jorvik hierher zu reisen, wenn wir Versammlungen haben. Du kannst immer zu diesem Ort zurückkehren und uns hier treffen. Jetzt und damals. Ich hoffe, du verstehst. Okay. Tja, ich versuche es wenigstens. Wer ist gegen die Druiden? Genau, gegen wen kämpfen wir hier eigentlich? Dark Core, geleitet von Herrn Sens, sind die gefährlichsten Feinde. Gott sei Dank hast du festgestellt, dass Herr Sens wieder aktiv ist, sodass wir uns vorbereiten können. Dark Core gibt sich als eine internationale Firma aus, die gleichen Interessen wie die GED verfolgt. Wir allerdings glauben, dass Herr Sens versucht, Garnok zu kontrollieren, um mit seiner Hilfe die Welt zu regieren. Wir glauben nicht, dass das geht. Und dass das Einzige, was passieren kann, ist, dass er bei seinem Versuch dazu die Welt zerstört. Es gibt viele Leute, die uns aufhalten wollen oder die ihre eigenen Probleme mit Garnok haben. Sei also vorsichtig. Wir müssen herausfinden, was sie wollen und was sie machen. Es sind mehr Leute beteiligt als jemals zuvor, obwohl Garnok noch gar nicht so stark ist. Tja, liebe Leute, wer ist denn Garnok? Das müssen wir auch noch herausfinden. Tja, Garnok. Was hat Justin mit der Sache zu tun? Das ist natürlich auch mal interessant zu erfahren. Genau, das wollen wir wissen. Wie du uns bewiesen hast, ist Justin leider Herrn Sens Enkelsohn. Es ist eindeutig, dass Herr Sens einen Plan mit ihm hat und dass er etwas Großes vorhat, da er sich ja nicht traut, sich zu zeigen. Wir sollten ein wenig Zeit investieren, den armen Jungen zu finden. Nicht nur, um ihn vor Herrn Sens zu retten, sondern auch, um etwas mehr über die Pläne von Herrn Sens herauszufinden. Ui, Leute, ich sehe hier Arbeit auf mich zukommen ohne Ende. Was ist das Buch der Zeremonien? Witzig, dass du danach fragst. Das Buch wird bei der Zeremonie dazu benutzt, Garnok davon abzuhalten, seine Kraft zu vergrößern und es zeitweise zu verjagen. Leider ist das Buch seit ein paar hundert Jahren verschwunden und deswegen nennen wir es das verlorene Buch der Zeremonien.
Wir waren vorsichtig und haben Kopien von den wichtigsten Teilen des Buches. Und diese Kopien sind unter uns Druiden aufgeteilt. Wir hoffen, dass wir das Buch bald finden, da es die Zeremonie stärker machen würde. Und außerdem, weil es Geheimnisse der alten Druiden enthält, die wir nicht kennen. Das letzte Mal, als wir gegen Garnok gekämpft haben, mussten unsere Soul Rider aufgrund der Umstände anders vorgehen. Oh, das ist eine sehr milde Art, das auszudrücken. Das klingt alles nicht so gut, Leute. Was machen wir jetzt? Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du eine Frage hast. Wenn die Zeit reif ist, werden wir dir ein paar Aufgaben geben. Du musst dich gedulden, bis wir die richtigen Aufgaben, das richtige Training und die richtigen Lehrer haben. Wir sehen Zeit etwas anders. Und in deiner Welt mag Zeit etwas Langsames sein. Für uns ist es ein wenig anders. Wir bitten dich also darum, geduldig zu sein. Während deines Soul Rider Trainings, falls du unser Angebot dazu annimmst, hoffen wir, dass du weiter nach Justin, Lisa und N suchst. Du musst immer versuchen herauszufinden, wer unsere Feinde sind. Sobald wir eine Aufgabe für dich haben, werden wir uns bei dir melden, Celine. Wir brauchen dich. Oha. Gut, ich glaube, ich habe jetzt wirklich keine weiteren Fragen. Danke, ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Okay, Celine, du weißt, dass du hierher auf dem gleichen Weg zurückkehren kannst, den ich dir gezeigt habe, falls du mehr Fragen haben solltest. Wir sehen uns in Veildale. Sprich mit mir, wenn du mich dort siehst. Kehre zurück und warte. Wir werden uns bald bei dir melden. Wir sehen uns, Celine. Danke, dass du gekommen bist. Oha, liebe Leute, Zeit und Raum entfalten sich und wir sind auf dem Rückweg und ich bin einfach nur geschockt und wir stehen hier mitten im Steinkreis. Jetzt brauchen wir da aber wahrscheinlich nicht so runter. Wir machen das wie folgt. Wir reiten einfach hier runter. Wir müssen ja irgendwie zu Elizabeth. Die steht wohl unten, hat man uns mitgeteilt. Tja, dann schauen wir mal, wo sie ist. Und ob sie da noch irgendwas zu sagen hat oder ob diese Reihe jetzt tatsächlich zu Ende ist. Nein, hier hat sie noch was zu sagen. Und hier übrigens habe ich meine Sachen her, für die ich jetzt anhabe heute hier bei ihr. Habe ich sie gekauft, aber die ist nur vorübergehend im Spiel. Die kommt immer mal wieder. Wahrscheinlich ist sie jetzt weg, wenn ihr diese Folge guckt. So, wir müssen noch einmal kurz mit Elizabeth reden, bevor ich hier das Ganze abschließe. Elizabeth ist, ich bin total geschockt. Also, das war ja gestern mit Idris schon der Hammer. Aber das, was wir heute erfahren haben, das toppt wirklich alles. Da habe ich vor lauter Schreck vergessen, was es mit seinen Augenproblemen auf sich hat. Egal. So. Willkommen zurück, Celine. Wie war es? Ja, wie gesagt, ich bin sprachlos. Ich bin aufgestiegen und eigentlich müsste ich hier Schluss machen. Ich müsste Schluss machen. Wir haben mehrere Einträge. Ja, sie ist gut. Sie fragt einfach, wie es gewesen ist, ne, ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir noch eine zweite Quest mit ihr. Wir machen aber erstmal nur die erste. Jetzt weißt du mehr darüber, wie die Dinge zusammenhängen. Du kannst durch Zeit und Raum zu diesem Treffen zurückkehren und uns deine Fragen fragen, wenn du willst. Du kannst immer den geheimen Spiralweg benutzen, um zum Steinring zu gelangen. Erzähle aber niemanden davon, okay? Nee, machen wir nicht. Ich glaube, die würden uns auch für verrückt erklären. Das machen wir auf gar keinen Fall. So. Gut, Celine, dein Abenteuer geht weiter und ich werde dir beibringen, wie du deine Kräfte einsetzen kannst, um ein guter Soul Rider zu sein. Viel Glück. Und wir melden uns wieder bei dir. Ja, danke schön. Danke schön. Schön, dass du mir meine Kräfte beibringen willst. Und Leute, ich bin jetzt dermaßen geschockt von dieser Story. Ich glaube, wir machen hier erstmal eine Pause. Einfach, um das Ganze mal auf uns wirken zu lassen, werde ich jetzt diese Folge beenden. Es sind noch weitere Quests aufgegangen. Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut und da kommt noch einiges. Jetzt haben wir nämlich wieder 5. Juhu, ich werde mir die Reihenfolge aber aufschreiben. Und natürlich machen wir nicht sofort mit Elizabeth weiter, weil wir haben noch ein paar Nebenquests. Aber es wird sehr zeitnah weitergehen. Wie gesagt, ich habe ja Vorarbeit geleistet, sodass ihr das hintereinander weggucken könnt. Vielleicht machen wir uns auch schon bald auf die Suche nach Justin, damit Team Justin endlich auch ihren Helden zurückbekommt. Ja, ich freue mich. Schön, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag für heute und macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns morgen. Tschüss!